Schönen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses kleine Interview. Warum bist du Zeitschenkerin geworden? Ich bin Zeitschenkerin geworden, weil ich gemerkt habe, dass der Tod und das Sterben einfach immer näher an mich ranrückt, auch wenn ich noch relativ jung bin mit meinen 24 Jahren. Und ich habe mir gedacht, ich möchte gern, ja, es klingt so blöd, vorbereitet sein, aber wenn Menschen in meinem Umfeld auch davon betroffen sind, dass ich die gut unterstützen kann, und habe mir deswegen gedacht, dass ich mit dem Einstieg ins Berufsleben, wo ich vielleicht ja, ein bisschen Zeit noch übrig habe, dass ich die sinnvoll nutzen kann, um mich ja so ein bisschen an die Themen Sterben und Tod anzunähern. Wann bist du in die Arbeit eingestiegen? Das war jetzt vor anderthalb Jahren, als ich eingestiegen bin in das Ehrenamt, also Anfang 2021. Und du hast mir gerade erzählt, du hast schon zwei Begleitungen gemacht. Wie war das so? Natürlich war gerade so die erste Begleitung, aber auch die zweite noch so was ganz, ja, was ganz Neues, eine ganz neue Situation, mit der ich umgegangen bin. In meiner ersten Begleitung hatte ich auch eine sehr junge Person, ungefähr in meinem Alter, die ich begleitet habe. Sehr trauriges Schicksal, aber ich hatte das Gefühl, dass wir auf einer sehr guten Wellenlänge waren und ich habe sehr viel daraus mitgenommen und habe gemerkt, dass ja, man sich an sehr, sehr vielen kleinen Dingen im Leben erfreuen kann. Was würdest du sagen, hast du selber davon, dass du das machst? Also es lässt mich viel bewusster leben, das merke ich auf jeden Fall. Weil ich merke, dass wenn ich auf einer Fortbildung bin, vom ambulanten Hospizdienst oder auch in der Begleitung, dass erstmal so vom stressigen Alltag die Zeit ein bisschen stillstehen bleibt und merke halt einfach, wie wichtig das Leben ist und dass man es wertschätzen sollte, weil man nie weiß, was am nächsten Tag passieren kann. Und das nehme ich so ein bisschen in meinen stressigen Alltag mit. Und das ja, hilft mir total und lässt mich auch glücklicher sein, weil ich merke, dass ja, dass erstens die kleinen Dinge sein können, die das Leben lebenswerter machen und dass man jeden Moment genießen sollte, weil er so nicht wiederkommen wird. Danke, Lena, für das Gespräch. Sehr gerne.